Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von God of War Ragnarök. So Leute, wir sind jetzt in Asgard bei Odins Hütte. Wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like da, los geht's. Wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Gut ausgestattet. Wo fange ich an? Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um sich zu verteidigen, ist er nicht gleich schuldig. Das ist doch ungerecht. Hallo, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Fossetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Besser du gehst. Was wenn nicht? Ich will jetzt nicht reden. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie. Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Flut hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Ihr geht nach Niflheim. Freut mich auch. Hey, Ingrid. Weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Hallo, Sif. Weißt du, wo ich Thor finde? Der Allvater hat eine Mission für uns. Warum sollte ich dir sagen, wo jemand ist, an dem ihr liegt? Hör zu, es macht nichts, wenn du mich nicht magst oder mir nicht traust. Aber du musst wissen, dass du ihr wehtust. Weh bitte? Thrud wird eine Walküre. Das weißt du. Wenn du nicht zu ihr hältst,
verlierst du sie. Du magst mit dem Allvater arbeiten und seine kleine Schutzhülle um dich genießen. Aber halte dich von meiner Familie fern. Genieß deine Freiheit, solange du noch kannst. Tor, nix hier. Vielleicht sollte ich noch kurz in mein Zimmer. Wer weiß, wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Noch mehr. Heise. Throat, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Nivelheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. In Hillheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Valkyrie zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich dachte, sie erwürgt mich mit ihrem Haar. Das hätte ich auch von ihr erwartet. Danke, Loki. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Sieh dich um. Er ist sicher hier. Aber Rüstung ist erlaubt, oder was? Was für Arschloch. Hab du Argo, Ferreter, Brustmann! Throot, ich... Schon gut. Da ist Odin. Thor. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also... Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Das ist... Das bist nicht du! Thor... Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge! Mein Name ist... Sie,
Was? Nein, ich... Oh, kommt schon! Nein, nein, nein! Ich schwöre, das war keine... Das geht nicht! Oh, wie ich das vermisst hab! Er kann es noch! Los, weg von mir! Ich hasse diesen Ort! Ich hole die Waffen! Sofort! Stell den einfach...
Und weg ist er. Nimm seine Arme. Bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein, ist schon gut. Wirklich. Hey, ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Steh auf. Frodi. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Sehr großen Mist. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Thor erinnert mich irgendwie an Kratos, aber das war ein harter Kampf, ey. Atreus kommt seinem Vater wirklich sehr ähnlich. Nach Niflheim. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist keine Schatzsuche. Dieser Teil Niflheims ist ganz anders als das Labyrinth damals. Wenn du durch Tyrs Tempel gekommen bist, dann ja. Der Nebel bei Ibaldis Werkstatt ist richtiges Gift.
War's das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Hey, du weißt, was das mit dir angeht. Ich war betrunken. Nicht bedenken. Zu einfach. Wo lang jetzt? Wo lang jetzt? Hey, wieso fliegen wir nicht einfach über sie, Schumacher? Du bist stark. Auf. Ich hoffe, du weißt das. Hier brauche ich keine Predigt über Kindererziehung. Finde einfach das Ding. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Jetzt können wir gehen. Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Sohn eines Gottes? Das hört sich jetzt ein bisschen zu übertrieben an. Noch eine Eiswand. Thor, könntest du... Ich weiß nicht, was die Heiden damals geglaubt haben. Also wir Buddhisten aus meinem Gott halten, wir sagen, wir haben einen Schöpfergott. Der Gott, der König aller Götter. Aber sowas, keine Ahnung. Na gut, wie? Nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Ist denn gar nicht bekannt vor? Zu einfach.
wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, was sie damals geglaubt haben, ob die auch so wie wir haben. Zu beschweren, die wir nicht ändern können. Wer sagt, wir können nicht? Hier bin ich fertig. Wir sind weit weg von Ivaldis Werkstatt, oder? Weit genug. Okay, weiter. Verdammt! Vergessener! Und wieder das Gemaule! Ein Problem zu benennen ist nicht Maul! Es ist gesund! Ich wette, du bist froh, dass ich dieses Mal dafür helfe. Gern geschehen. Zu einfach. Ich kann sagen, das Schwert leistet da drüben gute Arbeit. Ein Glück, dass sie auch hat. Auseinander und puff. Problem gelöst. Kein Nachdenken, keine Gefühle.
Wie komme ich denn bitte schon da hoch? Ganz ehrlich. Da durch, vor uns. Das wird lustig. Ich glaube nicht, dass wir dorthin gehen sollen. Ich sag, es wird lustig. Das war's. Nächstes Mal sagen. Sif und Thrud, meine ich. Unwichtig, solange der Allvater zufrieden ist. Hör zu. Du musst meine Familienprobleme nicht lösen. Finde die Maske und wir verschwinden. Hier hoch. Da scheint ein Weg zu sein. Ein Durchgang. Und genießt du die Freiheit? So ganz ohne den strengen Blick von Fadir. Tja, ja schon. Es ist anders, als ich es kenne. Auf gute Art. Wir müssen wohl diese Klippe hinauf. Ich denke... Denken! Es ist besser, wenn man es kommen sieht. Und? Bald da? Vielleicht. Ich schau mal. Berserker. Thor, ich hoffe, es läuft alles gut, wenn du Sif und Thrud wieder siehst. Tja, hoffentlich besser als glauben. Ist ein Anfang. Stopp!
Alter, vor. Hab dich. Das war knapp. Danke, Thor. Ich wollte nicht. Loki, das ist es. Wir stehen kurz vor großen Dingen. All unsere Arbeit, gemeinsam. Gern geschehen. Tut mir leid. Ihr seid hier weshalb? Sein Vater tötete Heimdall. Fossetti hat Beweise. Schnappt ihn. Nein. Lasst ihn in Ruhe. Ich befehle es. Du sagtest, es wird kein Asenblut mehr vergossen. Du sagtest, Familie geht vor. Glaubst du nicht, dass es Vergeltung dafür ist, dass er sich hier aufhält? Ja, Leute. Entschuldigung, ich habe sofort reagiert. Los geht's. Tja, deine Tochter ist alt genug, ihre eigenen Fehler zu machen. Und dein Ehemann hat wieder zu trinken begonnen, weil er es wollte. Wegtreten! Ihr zwei, auf ein Wort. Siehst du nicht, was hier geschieht? Er beschützt uns nicht. Magni, Modi, unsere Jungs. Wir erzählten ihm Geschichten und saßen am Feuer. Erinnerst du dich? Wir haben ihn Holzpferde geschnitzt. Wir haben gespielt und gelacht, bis die Sonne sank und sie bei uns eingeschlafen sind. Dann schickte Allvater sie in den Kampf wie brüchige Messer gegen eine Gebirgswand. Und wofür? Was, wenn Fruit stirbt? Ist. Weißt du, mir ist endlich etwas eingefallen, das ich dir beibringen kann. Hey, lass das! Ich hoffe, du hast recht. Quell! Sindri, du weißt, wie man einen Abgang plant. Atreus. Zum Glück geht's dir gut, Junge. Komm gerade rechtzeitig raus. Aber in Asgard bin ich wohl nicht mehr willkommen. Warte, warum warte ich hier draußen? Sindri sagte uns, wo du ankommen würdest, wenn du Ärger hast. Oh, ich dachte, ihr wärt ohne mich auf Erkundung. Nein, Junge. Dein Vater hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst... Mimir. Ach bitte. Zu Hause ist alles so voll und angespannt. Vermisst du nicht, dass wir drei losziehen und Abenteuer erleben? Das unvermeidlich herauszögern. Ganz genau. Nicht die schlechteste Idee. Ich will allen die Maske zeigen, aber das hat Zeit. Boah, du hättest fast Atreus umgebracht, Alter. Was für ein Arschloch, ey. Ja, tut mir leid, deine Söhne sind einfach nur durchgedreht. Hallo, Freunde. Worüber sollen wir reden? Eine Frage, die ich schon lange stellen wollte. Wenn du eine Eigenschaft in eine spektrale Form projiziert hast, ist sie dann einfach weg? Angenommen, ein Freund möchte seine Melancholie oder seine Neigung zum Schmachten ablegen. Ich verstehe, aber ich fürchte, es ist nicht so einfach. Meine spektralen Projektionen verschaffen mir ein gewisses Maß an emotionalem Spielraum, aber das ist nur vorübergehend. Wenn ich sie nicht wieder annehme, beginnen sie zu gären. Gären?
Sie sind konzentrierte Wesen aus Emotionen. Und wenn man sie zu lange alleine lässt, nähren sich die Emotionen von sich selbst und werden immer ausgeprägter. Daher muss ich sie immer wieder aufnehmen, ihren emotionalen Ballast verarbeiten und kann sie dann wieder ausstoßen. All diese Emotionen auf einmal aufzunehmen, muss eine ziemlich bittere Erfahrung sein. Oh ja, ziemlich unangenehm. Furchtbar sogar. Ich kann es nicht empfehlen. Nun ja, viel Glück für deinen Freund, Meister Mimir. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir werden uns jetzt anderen Dingen. Ich bin wieder da. Hey, du hast, ich hole Tier und zu uns an den Tisch, wenn du bleiben willst. Ja, seht ihr? Ich sagte doch, der Schlüssel bringt ihn heim. Wegen einem Schlag mit einem Hammer. Zwergenmagie ergibt keinen Sinn. Nicht wahr? Das eine Mal hat Lunda ein Brustschild aus Hundegebell gemacht. Das ist zurück. Ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich hoffe nur, dass dieses Ding den Preis wert war. Du hast sie. Was hat sie dir gezeigt? Ich konnte sie noch nicht benutzen. Ich musste fliehen, wegen Heimdall. Aber zumindest hat Odin sie auch nicht. Aber wenn du keine Antworten von der Maske bekommen hast, hast du einfach nur Odins größten Schatz gestohlen. Gleich nachdem dein Vater seinen treuesten Anhänger tötete. Niemand ist sicher. Nicht mal hier. Wir haben also keine Wahl. Wir finden Sutr, blasen das Djatlahorn und führen Odin seiner Strafe zu. Jetzt! Du würdest jede Seele in Asgard einäschern und es Notwehr nennen? Schmiedet er auch mal einen Plan oder macht er nur die der anderen schlecht? Der offensichtliche Plan liegt direkt vor uns. Wir brauchen Odin für die Maske nicht. Wir schleichen uns nach Asgard und nutzen sie selbst, direkt vor seiner Nase. Wir holen uns das Wissen, um diese Kriegsprophezeiung ein für alle Mal zunichte zu machen. Nur, so leid es mir tut, haben wir keinen Weg nach Asgard. Sie haben das große Horn, oder nicht? Oh, Sie sollen sich also nach Asgard schleichen und ein Horn blasen, das durch alle Welten schallt? Ich meine, dass du mir den blauen Hintern lecken kannst. Bitte, denkt einfach mal darüber nach. Oh, ich kann dir alles Mögliche schmieden, aber sicher nicht deine Pläne. Ich werde dir aber zuhören, wenn du soweit bist. Was ist mit dem Jungen? Das wird nützlich sein. Suchst du was Bestimmtes? Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. Damit brichst du einige Knochen. Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. Damit brichst du einige Knochen. Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. Damit brichst du einige Knochen. Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. Damit brichst du einige Knochen. Ich hoffe, du willst austeilen. Damit teilst du ordentlich aus. Scheiße, nein.
Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Verdammt, bin ich gut oder was? Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt mal hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Oder ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.